Jo Leute, was hat man für Möglichkeiten, wenn es das heiß ist, das hat ungefähr 30 Grad und man will sich beim Biken abkühlen? Ganz einfach, man sucht sich einen Fluss und springe von einer Brücke. In dem Fall, die Brücke hinter mir hat circa 5, 6 Meter, schätze ich mal. Da werden wir jetzt dann runter jumpen, mit dem Bike hinfahren, übers Geländer und dann ins Wasser. Nun bis in die Gans absteige und springen! Frisch, sehr frisch. Hier oben steht noch mein Bike. Da müssen wir jetzt hoch. So, da ist gerade Wehrablass, das heißt, es ist kein Wasser im Fluder. Normalerweise ist da 2 Meter Wasser. Jetzt ist der Mountainbike strikt. Das ist aber schon jemand, die Idee vor mir gehabt haben und da gefahren sind. Zu schlammig. Okay, und da ist Sumpf. Riecht lecker. Ja, wie schick. Okay, es wird da immer sandiger. Stinkt immer mehr. Ja, da vorne ist alles Sumpf.
Richtung.